ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es ein weiteres Video zum Thema Fashion Oktober von mir geben. Wer jetzt nicht weiß, was das bedeutet, Fashion Oktober, ganz kurz, es ist so, dass die liebe Pauline diese Videoreihe, diese Videoidee ins Leben gerufen hat. Wir sind insgesamt 7 Mädels und im Oktober wird es verschiedene Videos von uns geben, eben zum Thema Fashion. Dazu habe ich eine Playlist unten in der Infobox, da könnt ihr gerne mal reinschauen und die Mädels werde ich euch natürlich auch unten in der Infobox verlinken. Ich blende euch eben mal ein, damit ihr sehen könnt, wer mit dabei ist. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mal bei den Mädels vorbeischaut und auch mal ihre Videos anguckt, denn sie haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Es ist alles Mögliche dabei und ich freue mich einfach dabei zu sein. Heute wird es von mir ein etwas anderes Video geben. Also es geht mal nicht um mich, sondern um meinen Mann. Ich habe ein Paket hier und zwar habe ich was bestellt bei Jack & Jones. Habe euch das kurz auf Snapchat gezeigt und habe einfach gemerkt, dass da super viele Screenshots gemacht wurden. Unglaublich viele, wirklich. Und ganz viele privaten Nachrichten kamen, ob ich die Sachen nicht auch mal auf YouTube zeigen könnte, als kleine Inspiration. Und deshalb mache ich das sehr gerne, auch wenn ich weiß, dass es nicht die breite Masse interessieren wird. Aber viele Frauen da draußen sind verheiratet bzw. sind liiert und brauchen ein paar Ideen für ihre Männer. Und deshalb zeige ich euch wahnsinnig gerne die Sachen, die ich eben für meinen Mann bestellt habe. Hier ist der Karton und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, dann bleibt jetzt auf jeden Fall mal mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Ja, und zwar ist es so, dass mein Mann dringend Jeanshosen gebraucht hat, also wirklich dringend. Ich mag es sehr, sehr gerne, wenn er Jeans anhat, die so im Used Look sind, also die sind schon ziemlich zerrissen, wenn man sie kauft. Aber jetzt sind sie zu arg zerrissen, also es ist wirklich unglaublich. Deswegen habe ich mal etwas neutralere gekauft. Und zwar zum einen diese hier. Ihr könnt schon sehen, da ist überhaupt kein Loch vorhanden. Noch. Genau, ich sage euch mal den Namen, wie diese Jeanshose heißt. Und zwar Slim Fit Glen. Genau, und ja, wie gesagt, sie ist von Jack & Jones. Ich kann euch auch den Preis sagen, und zwar, oh Gott, 79,95 Euro, was echt eine Stange Geld ist. Aber sie steht ihm wirklich wahnsinnig gut. Ich mag die Farbe, die ist nicht zu dunkel, aber auch nicht zu hell. Und sie steht ihm wirklich sehr, sehr gut. Er mag es zum Beispiel auch überhaupt nicht, wenn es unten eben ja eher skinny ist. Das passt jetzt auch nicht so zu seinem Alter. Und deshalb müssen die unten immer ein bisschen weiter sein, aber auch nicht zu weit. Genau, und da passt diese Hose wirklich wunderbar. Ich habe ihm dann auch noch eine etwas günstigere Hose mitbestellt. Und zwar ist es diese hier. Die ist jetzt ein Ticken heller. Ihr könnt schon sehen, hier ist auch wieder nichts dran. Ja, weil wie gesagt, er hat genug, die zerrissen sind. Und bei der hier ist es so, dass sie, ja, wie gesagt, günstiger war für 39,95 Euro. Und die nennt sich, ich sag's euch, Slim Fit Tim. Genau, die haben alle Namen und genau, die heißt Tim, die stehen ihm auch echt total gut, also mir gefallen sie, aber eine hat mir besonders gut an ihm gefallen und zwar ist es eine, ja, wie spricht man das aus, Chino-Hose, also ihr wisst, was ich meine, ne? Und zwar ist sie beige, so sieht sie aus, sie hat dann hier nochmal so Abnäher, also sieht richtig, richtig toll angezogen aus. Ich muss die jetzt noch bügeln bzw. vorher waschen und dann ja, sieht die wirklich super elegant aus. Hier hinten habt ihr dann nochmal so eine Applikation. Hier steht ein Jack & Jones drauf. Genau, normalerweise ist das nämlich nur hier oben und das sieht man ja dann auch nicht, was ja auch okay ist. Man muss das ja nicht unbedingt sehen. Die hat gekostet 59,95 Euro, was okay ist, also knapp 60 Euro. Ich sage euch noch, wie diese hier heißt und zwar heißt die Stan Anti-Fit. Haben irgendwie komische Namen und die gefällt mir wirklich super gut. Die steht ihm auch wirklich gut und jetzt zeige ich euch meinen Favorit, der eben dazu passt und so habe ich mir das auch vorgestellt, dass er das dann zusammenträgt. Und zwar ist es dieses Oberteil. Oh mein Gott, ich liebe es. Ich habe schon überlegt, ihm davon noch mehrere zu kaufen und zwar sieht es so aus. Wie edel ist das denn bitte? Also es ist vom Stoff unglaublich angenehm, super weich und so, so edel der Stoff. Und ja, es macht halt ein bisschen was her, würde ich sagen. Gerade für sonntags, diese beiden Sachen so in Kombi, kann ich mir super gut vorstellen. Das Shirt hier, das hat gekostet 29,95 Euro und ja, da steht jetzt kein Name dabei. Also ich weiß jetzt nicht, wie sich das nennt, aber wenn ihr auf der Internetseite schaut, seht ihr das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe das erst vor ein paar Tagen bestellt, das ist top aktuell. Ja, dann habe ich ihm noch ein Oberteil bestellt, ein Shirt, so für jeden Tag, das ist jetzt nichts Besonderes.
Und zwar ist es dieses hier. Das fand ich irgendwie total schön. Ja, mit diesem Teil da vorne drauf. Und das hat gekostet 19,95 Euro. Dann war noch ein T-Shirt dabei, das habe ich jetzt aber schon gewaschen, das hat er heute an. Das hat gekostet 12,95 Euro. Also ja, das ist jetzt so für jeden Tag ideal. Also ja, nichts Großartiges, aber schönes, ordentliches T-Shirt hat er dann an. Und dann zeige ich euch noch einen Hoodie, nennen das glaube ich viele, in verschiedenen Regionen. Also wir hier eigentlich nicht. Aber die Steffi sagt immer Hoodie. Ich hoffe, Steffi, dass das jetzt richtig ist, dass das ein Hoodie ist. Bei uns ist das ein dickeres Longsleeve. So würden wir dazu sagen. Oder Sweatshirt. Also es sieht auf jeden Fall so aus. In ja, einem schönen Blau. Einfach gemütlich, so für jeden Tag. Das hat gekostet, ich sag's euch, 24,95 Euro. Genau, finde ich total schön. Habe ich jetzt frisch gewaschen, gerade vom Wäscheständer runter und muss noch gebügelt werden. Aber auch vom Stoff her hier wieder total weich, angenehm. Also er hat es probiert und hat gemeint, ja, da fühle ich mich drin wohl. Also er mag nichts, was ihn einengt. Auch wenn es schick aussieht, auch wenn es mir gefällt, dann ja, würde er das natürlich nicht tragen. Er muss sich einfach wohlfühlen und es darf auch nicht zu quietscheeng sein, beziehungsweise zu schickimicki. Obwohl ich das ja wahnsinnig gerne mag, wenn Männer sich schick anziehen, also vor allen Dingen mein Mann. Aber ja, er braucht es jetzt arbeitstechnisch erstens mal nicht. Das wäre Quatsch, wenn er mit dem Anzug da auf der Arbeit erscheinen würde. Und ja, an besonderen Tagen macht er das natürlich mir zuliebe. Ich zwinge ihn dann, so Kommunion oder Ostern oder so, Taufe, muss er dann ja den Anzug anziehen. Ah, so viel erstmal dazu. Jetzt habe ich natürlich die ganze Zeit gesagt, ich habe ihn gekauft. Ja, das hat sich ein bisschen komisch wahrscheinlich für euch angehört. Ich erzähle euch das ganz kurz. Bei uns ist es nämlich so, dass ich die Sachen kaufe und mein Mann dann zwinge, dass er die anprobiert und ja, dann eben neue Sachen im Schrank hat. Denn er würde niemals alleine shoppen gehen, das mag er nicht. Ja, und deswegen mache ich das für ihn, ich übernehme das. Meistens gefällt ihm dann alles, also zu 99,9%. Und in den meisten Fällen passt dann auch alles. Aber ich erzähle euch das eigentlich jetzt nur deshalb, weil ich von euch wissen möchte, wie das bei euch so ist. Habt ihr zu Hause einen Mann, der sehr gerne shoppen geht für sich selbst und stundenlang in der Kabine steht und die Sachen anprobiert oder eher nicht? Also manchmal überlege ich mir, was besser ist. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass mein Mann jetzt wirklich nicht stundenlang in der Kabine steht oder morgens irgendwie stundenlang da in unserer Ankleide und überlegt, was er denn anziehen könnte, was zu dem Oberteil oder so passt. Das macht er jetzt nicht. Ja, sagt mir das gerne mal in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Lasst uns da mal ein bisschen quatschen. Die Sachen, die ich ihm jetzt bestellt habe, ihr habt es gesehen, das war jetzt nicht super viel, aber die Sachen passen einfach untereinander auch zusammen. Also da achte ich immer drauf, dass ich da jetzt nicht super quietschige Farben nehme oder Teile, die dann schwer zu kombinieren sind, ne? Also wie gesagt, ich mag es da erst schlicht. So wie dieses Oberteil, das kann ich jetzt auf jede Jeanshose, also kann er auf jede Jeanshose kombinieren. Oder eben zu der Hose passt auch mal ein Hemd oder eben ein Shirt. Also total unterschiedlich. Ich vermeide es einfach, Dinge zu kaufen, die ja so super extravagant sind. Ne? Das ist auch nicht mein Mann, das würde nicht zu ihm passen. Und deshalb ja, bekommt er solche Sachen gekauft von seiner Frau. Wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt, oh mein Gott, was ist das für eine? Nee, aber lasst uns da mal reden. Das interessiert mich echt, wie das bei euch zu Hause abläuft. Ja, das waren die Sachen von meinem Ehemann, die er jetzt von mir bekommt. Hier ist die Rechnung, genau. Und ja, ihr könnt mir ja mal sagen, was euch hier am besten gefallen hat, was euer Mann tragen würde, beziehungsweise erzählt mir erstmal, wie das bei euch zu Hause so abläuft. Das interessiert mich echt. So, und jetzt verabschiede ich mich. Vergesst nicht, bei meinen Mädels vorbeizuschauen, bei den Videos. Wie gesagt, schaut unten in die Infobox, da freue ich mich. Hinterlasst ihnen liebe Grüße. Und ansonsten würde ich mich natürlich total freuen, wenn ihr bei meinem letzten Video vorbeischaut und meinen Kanal abonniert. Das ist nämlich kostenlos, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!